das Ventil in die Position offen bringen. Die Verbindungsschrauben des Ventilantriebs und des Ventilkörpers über Kreuz lösen und entfernen. Den Ventilantrieb vorsichtig vom Ventilkörper abheben. Den Ventilantrieb in Position geschlossen bringen. Bei Handventilen darauf achten, dass sich das Druckstück noch in der äußeren Führung befindet. Vorsicht! Bei einigen Ventilvarianten sind die Druckstücke lose in das Gehäuse eingelegt und können bei der Demontage der Membrane herausfallen. Bei Ventilen mit einem Kunststoffdruckstück ist zwischen dem Druckstück und der Ventilspindel eine Lastverteilungsscheibe eingelegt. Diese Scheibe muss unbedingt wieder montiert werden. Bei der Membrangröße 10 bis 300 ist die Absperrmembrane mit einem Gewindestift in das Druckstück eingeschraubt. Die Absperrmembrane vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn aus dem Druckstück des Ventilantriebes herausschrauben. Dabei kein Werkzeug verwenden. Bei zweiteiligen PTFE-Absperrmembranen muss das PTFE-Schild vor dem Herausdrehen nach vorne umgestülpt werden. Es wird dann gegen den Uhrzeigersinn aus dem Druckstück herausgedreht und entfernt. Danach die nun freigelegten Membranrücken entfernen. Die Absperrmembrane, den Ventilantrieb und den Ventilkörper auf Beschädigungen und Beeinträchtigungen kontrollieren. Die genaue Ventilteileausprägung festhalten. Im Bedarfsfall neue Originalteile beschaffen. Ist eine Änderung des Ventilantriebs, des Ventilkörpers, der Anschlussgeometrie oder der Wechsel der Membranausführung vorgesehen, muss die Modifikation in der Anlagendokumentation festgehalten werden. Die Membrangrößen 10 bis 80 sind rechteckig. Die Membrangrößen 100 bis 300 sind rund. Beide Varianten können in zwei Positionen eingebaut werden. Alle Absperrmembranen verfügen an der Dichtfläche über einen Dichtwulst, welcher später mit der Position des Dichtsteges im Ventilkörper übereinstimmen muss. Vor der Membranmontage die Schutzkappe vom Gewindepin entfernen. Beim Abziehen kein Werkzeug verwenden. Bei Edelstahlventilen mit einem Druckstück aus Edelstahl existieren zwei unterschiedliche Druckstücke und Druckstückführungen, Variante A und B. Variante A verfügt über ein Druckstück mit zwei außenliegenden Führungszapfen, das Gehäuse über entsprechende Führungsnuten. Variante B verfügt über ein Druckstück mit zwei Führungsnuten, das Gehäuse über die entsprechenden Führungsschienen. Beim Einlegen der Druckstücke unbedingt darauf achten, dass keine Verkantung gegeben ist. Bei Ventilen mit einem Kunststoffdruckstück ist zwischen dem Druckstück und der Ventilspindel eine Lastverteilungsscheibe eingelegt. Diese Scheibe muss unbedingt montiert werden. Konstruktionsbedingt verfügen einige Ventilvarianten über eine Verdrehsicherung am Spindelende oberhalb des Druckstücks. Bei der Montage des Druckstückes muss der Sicherungsstift passgenau in der Aussparung am Druckstückrücken einrasten. Ist die Ventilspindel nicht in der richtigen Position,
muss sie mit einem geeigneten Werkzeug im Uhrzeigersinn in die richtige Position gedreht werden. Die Position der Verdrehsicherung ist gegenüber der Position der Druckstückführung um ca. 45 Grad versetzt. Den Ventilantrieb in Position geschlossen bringen. Bei Handventilen darauf achten, dass sich das Druckstück noch in der äußeren Führung befindet. Die Absperrmembrane vorsichtig von Hand im Uhrzeigersinn in das Druckstück des Ventilantriebes einschrauben. Die Absperrmembrane ist so weit einzuschrauben, bis ein deutlicher Reibwiderstand zu spüren ist. Kein Werkzeug, keine Schmierstoffe, mechanische oder chemische Schraubensicherungen verwenden. Die Absperrmembrane so weit zurückdrehen, bis die Lochbilder von Flansch und Absperrmembrane übereinstimmen. Nicht weiter als 180 Grad zurückdrehen. Bei zweiteiligen PTFE-Absperrmembranen zuerst den Elastomerrücken passgenau auf das Druckstück, den Antriebsflansch, auflegen. Dann das PTFE-Schild umstülpen und mit dem Gewindestift im Uhrzeigersinn in das Druckstück einschrauben, bis ein starker Reibwiderstand zu spüren ist. Zurückdrehen, bis das Lochbild von Flansch und Absperrmembrane übereinstimmen. Nicht weiter als 180 Grad. Danach das PTFE-Schild wieder zurückklappen. Den Ventilantrieb in Position offen bringen. Den Ventilantrieb so ausrichten und auf den Ventilkörper aufsetzen, dass das Druckstück mit dem Dichtsteg des Ventilkörpers übereinstimmt. Der auf der Membranoberfläche befindliche Dichtwulst muss ebenfalls in Übereinstimmung zum Dichtsteg des Ventilkörpers sein. Den Ventilantrieb mit der montierten Absperrmembrane vorsichtig auf den Ventilkörper aufsetzen und die Verschraubungen gleichmäßig über Kreuz von Hand montieren. Die Schrauben nur anlegen und noch nicht festziehen. Motorisch und pneumatisch betätigte Ventile in Position geschlossen, Handventile in Position halb geschlossen bringen. Die Flanschschrauben mit geeignetem Werkzeug in mindestens drei Schritten über Kreuz anziehen. Die Absperrmembrane muss dabei parallel um 10-15% ihrer ursprünglichen Dicke zwischen den Flanschen verpresst werden. Danach muss die Absperrmembrane umlaufend eine gleichmäßige Außenwölbung aufweisen. Das Ventil nun auf Funktion und Dichtheit prüfen. Sind keine Beeinträchtigungen zu erkennen, kann das Ventil wieder in Betrieb genommen werden. Ist das Ventil undicht oder weist Funktionsstörungen auf, muss es erneut demontiert, überprüft und zusammengebaut werden. Aufgrund des Setzverhaltens von Elastomeren muss vor der Inbetriebnahme der Anlage die Verpressung der Absperrmembrane kontrolliert und gegebenenfalls nachgezogen werden. Zusätzlich ist dies nach der ersten Sterilisation durchzuführen. Es wird empfohlen, dass die Ventile im Betrieb regelmäßig kontrolliert werden. Nach jedem Membranwechsel und Nachziehen der Absperrmembrane muss bei der Inbetriebnahme des Ventils die Position von Öffnungs- und Schließbegrenzungen, Wegaufnehmern von elektrischen Stellungsrückmeldern sowie von Stellungs- und Prozessreglern kontrolliert und gegebenenfalls neu justiert, kalibriert werden. Dafür sind die jeweiligen Betriebs- und Montageanleitungen unbedingt zu beachten. Das Handventil halb öffnen. Schutzabdeckung mit kleinem Flachschraubendreher an der Aussparung vom Handrad anheben und abnehmen. An der silberfarbenen Schraube wird durch links und rechts drehen der Mindestdurchfluss oder die Dichtschließposition eingestellt.
An der grünen Schraube wird durch Links- und Rechtsdrehen die Hubbegrenzung eingestellt. Die eingestellten Positionen durch das Betätigen des Handrades überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Die Schutzabdeckung wieder auf das Handrad aufsetzen. Sie verfügt innen über Arretierungspassungen für die beiden Einstellschrauben, welche passgenau eingerastet werden müssen.